der Tagesordnung beim Tagesordnungspunkt 13, Bebauungsplan Nummer 3066, Dresden-Nickern Nummer 5, Neuer Kaufpark Nickern. Hier beginnt die Fraktionsrunde DIE LINKE. Herr Wirz, bitte. Herr Wirz ist nie da und will nie. Verzichtet. Dann haben wir noch eine zweite gemeldete Wortmeldung, Herr Dr. Schulte-Wissermann. Und dann würde ich mal jetzt auf die Fraktionsrunde verzichten, sondern nur die Gemeldeten rannehmen. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream, ich hätte nie gedacht, dass ich jetzt diese Runde anfange. Ich hätte gedacht, dass ich sie sozusagen am Ende aufrolle, weil ich glaube, die Position, die ich vertrete, wird nicht von vielen vertreten. Wir haben im politischen Raum, in vielen unseren Mündern, in vielen unserer Reden, sagen wir, wir wollen die Stadt der kurzen Wege. Ja, wir wollen eine kompakte Stadt, wir wollen die Wege kurz haben und wir wollen nicht riesengroße Einkaufszentren haben. Was machen wir hier? Wir bauen ein großes Einkaufszentrum. Wir sprechen oft, wir schreiben davon, wir haben es in unserem Parteiprogramm Innenentwicklung vor Außenentwicklung. So, das ist jetzt, wenn wir jetzt einen Kaufpark an die Peripherie der Stadt setzen, genau das Gegenteil von dem, was wir eigentlich erklären zu tun oder was wir in unserem Programm haben. Wir haben sehr viele, wahrscheinlich alle Parteien in diesem Stadtrat, haben irgendwas in ihrem Wahlprogramm von Innenstadt stärken. Die Kaufkraft in die Innenstadt ziehen, das Leben in der Innenstadt stärken, dort die jetzt leeren Ladenflächen wieder mit Leben füllen. Das ist genau das Gegenteil, was wir machen, wenn wir jetzt einen Kaufpark an die Peripherie setzen. Und letztendlich, manche zumindest reden davon, ich rede sehr laut davon, Verkehrswende. Wir wollen mehr Menschen in Bus und Bahn bringen, wir wollen mehr Menschen aufs Rad bringen, wir wollen mehr Menschen zu Fuß gehen lassen. Das klappt vielleicht am Elbepark noch einigermaßen gut, wo ich mit der 9 ganz geschickt ranfahren kann und ab nächsten Jahr mit der 13. Aber in Nickern ist es nun mal wirklich ein Schlag ins Gesicht, wenn ich dann aus der Straßenbahn aussteige und erstmal über zwei riesige Straßen gehen muss. Ja, das ist einfach nicht richtig. Oder anders, wenn wir uns die moderne Stadt vorstellen und der Weg dahin ist da, ist das, was wir heute hier wahrscheinlich mit riesiger Mehrheit beschließen, genau dort. Es ist genau das Gegenteil. Ja, wir haben uns autosüchtig gemacht und was machen wir? Wir setzen einen Kaufpark direkt an einer Autobahn an der Peripherie der Stadt, damit nicht nur Dresdens Einzelhandel weiter ausblutet, sondern gleich der Einzelhandel im ganzen Umland 40 Kilometer Radius mit. So, und das ist nicht gut und deswegen werde ich dagegen stimmen, deswegen wird die Dissidentenfraktion dagegen stimmen. Viel Freude beim Zustimmen zu dieser Vorlage. So, wird weiterhin das Wort gewünscht. Bitte schön, Frau Müller und dann Herr Schmidt. So, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen, liebe Menschen am Stream, liebe ZuschauerInnen. Ja, auch wir sparen nicht mit Kritik an großen Einkaufszentren in städtischen Randlagen. Wir wissen um alle Auswirkungen, die diese auf die innerstädtischen Konsumentenverhalten haben können. Aber hier möchte ich auch noch mal als Stadträtin aus dem Stadtbezirk die wichtige Bedeutung des Kaufparks für die Menschen dort vor Ort hervorheben. Und auch sagen, dass wir dort jetzt erreicht haben, dass dort Flächen für kulturelle und soziale Zwecke zur Verfügung stehen und zum Beispiel für das großartige Projekt Mosaik. Dafür möchte ich dem Investor ausdrücklich danken, das machen wir Grüne auch nie so oft. Und natürlich auch unseren grünen SPRs, die das dort mit vorangebracht haben. Das war nämlich wirklich verantwortliche Standortpolitik. Und deswegen werden wir diese Vorlage bei aller Kritik, und ich bin mir sicher, meine Kolleginnen im SPR-Ausschuss und auch der Baubürgermeister werden dieses
Vorhaben weiterhin kritisch begleiten, auch die ganzen Umweltanforderungen und so weiter, die dort gestellt sind, kritisch begleiten. Aber wir werden uns heute hier enthalten, weil wir uns dieser Bedeutung auch dieses Kaufparkes für das Stadtgebiet vor Ort wissen sind. Herr Schmidt. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Christiane, jetzt habe ich das Wort. Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, der Herr Kollege Schulte-Wissermann hat gerade ein paar Dinge gesagt, die ich so nicht stehen lassen kann. Deswegen habe ich gesagt, ich melde mich jetzt nochmal. Er hat nämlich mal die ganze Zeit davon gesprochen, wir bauen ein Einkaufszentrum, nicht wir bauen das Einkaufszentrum, sondern wir beschließen heute nur einen Satzungsbeschluss und geben damit die Möglichkeit, dass ein Investor dort bauen kann, und zwar ein Ersatz für ein bereits bestehendes Einkaufszentrum. Das kannst du allerdings nie wissen, weil du aus deiner Neustadt wahrscheinlich noch nicht rausgekommen bist und wahrscheinlich Nickern auch nicht kennst und Prolis. Deswegen ist dir wahrscheinlich auch nicht bekannt, dass es eine Verkehrsanbindung gibt, die fast genauso gut ist wie am Elbepark. Man kommt mit der 9, mit der 13, aber auch mit diversen Buslinien. Mit der 1 zum Beispiel kommt mit der Straßenbahnlinie 1 auch noch diverse Buslinien direkt an den Kaufpark ran. Und man muss gar nicht unbedingt mit dem Auto fahren, also man kann da auch mit ÖPNV hinkommen. Und das machen sehr viele, die da hinfahren in den Kaufpark. Die Kollegin Mühle hat es jetzt gerade schon angesprochen. Es gibt zwei Gründe eigentlich, warum wir dem Investor auch nochmal zusätzlich danken müssen. Das eine ist dieser kulturelle oder Kulturraum, der geschaffen wird. 300 Quadratmeter stehen im Vertrag, der Stadt für 10 Jahre kostenfrei zur Verfügung gestellt wird und in dem wir im Stadtbezirk Kultur und Soziales entsprechend oder eine kulturelle und eine soziale Nutzung durchführen können. Kunst- und Kulturförderung steht in der Vorlage, die im nächsten Stadtrat, glaube ich, nochmal kommen wird. Die ist jetzt im Stadtbezirksbeirat in der nächsten Sitzung. Und es gibt einen zweiten Grund, der hätte eigentlich auch von den Grünen gelobt werden müssen, denn der Investor gibt 100.000 Euro für die Realisierung des Biotopverbundes am Mühlengraben in Lockwitz. Ein wichtiges Umweltvorhaben, was seit Jahren geplant ist, die Maßnahme, das Projekt, also ich kenne die Pläne im Stadtbezirksbeirat, sind sie vor 3 oder 4 Jahren vorgestellt worden. Jetzt ist endlich Geld da und es kann umgesetzt werden. Ich freue mich drauf, weil es ein wichtiges Naherholungsgebiet wird in diesem Stadtteil. Ich sage dafür ausdrücklich Danke an den Investor. Aber ich sage auch mal, das kommt selten vor, dass der Stadtrat das tut, Danke an die Verwaltung, weil wir haben bei dem Bebauungsplan eine Rekordzeit von 14 Monaten gehabt, um den Satzungsbeschluss heute hier beschließen zu können. Das kommt sehr, sehr selten vor. Es geht aber, wenn man will. Wir wissen natürlich, dass in der Zeit auch andere Bebauungspläne liegen geblieben sind oder vielleicht ein Stück hinten angestellt wurden. Aber es geht um ein Großvorhaben. Geplant waren mal irgendwas um die 300 Millionen Euro. Ich glaube, es wird am Ende mehr werden, was investiert wird. Wichtiges Vorhaben in dieser Stadt und ich freue mich auf eine breite Zustimmung heute. Und vor allem freue ich mich dann drauf, wenn das Center endlich eröffnet wird und wir dann im neuen Einkaufszentrum entsprechend auch schön einkaufen können. Danke. Weitere Wortmeldungen. Herr Engel, bitteschön. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde, man sollte solche Vorlagen vielleicht auch etwas nüchterner auch mal beurteilen. Ich glaube, man muss weder in eine Unterwürfigkeitsgeste gegenüber einem Investor verfallen, noch etwas suggerieren, was dort nicht stattfindet. Weil da ist ja schon ein Einkaufszentrum. Ist jetzt nicht so, dass da bisher ein grüner Acker ist, den wir jetzt mit einem Einkaufszentrum bebauen, sondern da ist ein funktionierendes Einkaufszentrum, was aber in die Jahre gekommen ist, wo sich die Frage stellt, wie geht man damit um und welche Entscheidung trifft man da? Und wir haben die Diskussion im Bauausschuss ja sehr, sehr intensiv auch geführt und haben abgewogen, was geht da und was geht da nicht und welche Gefahren bringt es vielleicht auch mit sich, wenn man dort nichts tut. Wenn man einfach sagt, okay, es gelten die baurechtlichen Bestimmungen weiter, die ja ursprünglich noch aus den 90er Jahren kommen. Und da war ja schon auch ein bisschen das Problem, dass dieses Einkaufszentrum in seiner Struktur, so wie es heute steht, nicht mehr lange funktionieren wird. Das haben ja auch verschiedene Ankermieter immer wieder kundgetan. Und dementsprechend gab es ja dann wirklich auch einen sehr umfassenden auch Prüfungsprozess. Wir haben ein Verträglichkeitsgutachten
vom Büro Lademann, die tatsächlich ja nochmal die Effekte auch auf die Innenstadt, auch auf das Umland untersucht haben, wo auch im Ergebnis rausgearbeitet wurde, dass die Effekte tatsächlich nicht allzu schwerwiegend sein werden. Das kann man natürlich alles in Zweifel ziehen und sagen, das stimmt alles nicht und das sind die falschen Annahmen und so weiter, aber das hat niemand im Ausschuss plausibel gemacht, warum das nicht zutreffend ist. Und da wundert mich dann schon auch ein wenig, wie ich hier jetzt sowas von Enthaltungen und Ablehnungen und sonst was lese. Wir haben hier ein 15-0-1 Ausschussvotum, eine einzige Enthaltung. Und hier im Stadtrat, wenn es dann wirklich darum geht, sich öffentlich zu bekennen, dann entdecken einige Leute plötzlich hier immer ihre kritische Haltung. Das finde ich dann ein bisschen schwierig, weil solche Fachfragen, die müssen wir dann auch im Bauausschuss auch vernünftig diskutieren. Und da müssen wir dann eben auch sagen, an dem Punkt ist es nicht plausibel und hier passt die Vorlage nicht. Aber einfach nur für den Applaus, sich hier hinzustellen und zu sagen, das ist alles Unsinn, das ist mir persönlich zu platt. Und da erwarte ich tatsächlich von dem Rat auch ein bisschen eine andere Arbeitsweise. Wir werden der Vorlage oder der Beschlussempfehlung so zustimmen, sicherlich nicht mit einer riesigen Begeisterung, aber es ist, glaube ich, unter den Optionen, die wir hier für diesen Standort haben, die beste. Vielen Dank. Weitere Wortmeldung, Herr Lichti. Geht es hoch? Nee. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, lieber Stefan Engel, du hast mich jetzt spontan hier nach vorne getrieben. Du hast es geschafft, hättest du vorher überlegt, besser, ja? Du hast es geschafft. Ich kann ja, ich bin ja auch, sage ich mal, ein Oberrealo, wenn es drauf ankommt, ja, wie alle hier wissen. Aber es ist einfach die Wahrheit, dass das, was Martin Schulte-Wissermann gesagt hat, im Kern stimmt. Und das weißt auch du. Diese riesigen Einkaufszentren am Rande der Stadt sind für die Stadtentwicklung schädlich. Es ist auch richtig, was du gesagt hast, dass im Grunde dort der Fehler schon vor langer, langer Zeit gemacht wurde und natürlich wir schon vor der Alternative standen, diese sehr große Investition zurückzuweisen, die ist es, zweifellos, oder diesen Standort mehr oder weniger eingehen zu sehen. Okay, aber es bleibt dabei, es ist eine städtebauliche Fehlentwicklung, die natürlich vor 30 Jahren, sage ich mal, im Überschwang der Nachwendezeit, da gab es ja ganz viele städtebauliche Fehler, unter denen wir heute noch leiden. Ich anerkenne auch, und das möchte ich auch ausdrücklich sagen, dass der Investor Herr Krieger, der ja auch kein leichter Verhandlungspartner und ein Mensch ist, der, sage ich mal, sehr prononciert, um es vorsichtig auszudrücken, seine Position in der Öffentlichkeit und im Bauausschuss zur Kenntnis gibt, dass er sich dort, sage ich ganz klar, bemüht hat, auch auf die Bedenken aus des Ausschusses einzugehen. Also auch dieses Zentrum, was dort gemacht werden soll für den Stadtteil, die PV-Anlage, auch das, was Mario Schmidt gesagt hat mit dem Biotopverbund, sind alles gute Sachen. Ist alles richtig. Ja. Aber ich habe mich dann doch der Position von Martin Schulte-Wissermann und der Fraktion angeschlossen, weil ich schon der Meinung bin, dass es hier auch einen Widerspruch oder ein Bewusstsein weiterhin in diesem Rat, in dieser Stadt geben muss, dass das eine städtebauliche Fehlentwicklung ist. Und wir haben es ja bei der unklaren, sage ich jetzt vorsichtig, Rede der Vertreterin der Grünen gemerkt. Die Grünen wissen das natürlich auch. Und sie trauen sich natürlich nicht als staatstragende Fraktion hier dagegen zu stimmen, weil sie sich auch ein bisschen im Wort fühlen gegenüber Herrn Krieger und so weiter. Aber jetzt gestatten Sie es doch uns als kleine Fraktion, als Reißzwecke dieses Rates, als Dissidenten, oder wie hat Herr Sittel vorhin so schön gesagt, doch einfach mal dieses Bewusstsein und diese Aufgabe wahrzunehmen, dass das eine städtebauliche Fehlentwicklung ist. Und deswegen leisten wir uns bewusst hier diese Gegenstimme und ich halte das auch für demokratisch wichtig und auch legitim und auch sachlich vertretbar. Wie gesagt, ich anerkenne nichtsdestotrotz, dass sich Herr Krieger erheblich auf den Rat zubewegt hat und jetzt nehme halt diese Entscheidung ihren Lauf. Vielen Dank. So, weitere Wortmeldung. Herr Schulte-Wissermann war zunächst und dann Frau Filius-Jene. Sehr geehrter Oberbürgermeister und alle auch im Netz. Herr Engel, ich muss mal kurz
Herr Engel, was Sie gesagt haben, stimmt ja alles, dass man nicht in dem einen Gremium das machen sollte und dem anderen das. Aber so wie Sie es erzählt haben, stimmt es nicht. Denn ich sitze nicht im Bauausschuss. Ich konnte dort nicht reden, ich bin anwesend, aber ich konnte nicht reden. Ich bin Mitglied einer Fraktion, genau. Und so ist das in jeder Fraktion. Wenn ich in einem Ausschuss dazu gefragt worden wäre, hätte ich genau das getan. Und es ist im Übrigen sehr stringent. Man kann bei piratendresden.de das Wahlprogramm gucken, man kann in das jetzt abgelaufene Oberbürgermeisterwahlprogramm gucken, da steht genau das drin. So. Und ich wollte das nur mal klarstellen hier, nicht, dass der Eindruck kommt, ich würde hier billigen Populismus machen. Im Gegenteil, das ist meine Politik, das ist auch die Politik der Dissidenten, das ist immer gewesen. Und das wollte ich nur nicht stehen lassen, dass ich hier als als Showtänzer dargestellt werde. Frau Fieles hier, bitte. Ja, in dem Fall, Herr Scholbach, kann ich Ihnen das leider nicht ersparen. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich fasse mich auch wirklich ganz kurz. Ich möchte aber trotzdem auf das, was Herr Engel gesagt hat und auch was Herr Lichti gesagt hat, noch mal darauf eingehen. Wir haben hier, und zwar alle, die wir hier sitzen, treffen ab und zu die Entscheidung, wir enthalten uns, weil uns nichts Besseres einfällt, als dass wir uns enthalten. Aber in diesem Fall möchte ich wirklich sagen, ist es eine Abwägung. Und zwar natürlich im Bauausschuss hat es eine große Mehrheit gekriegt, ist auch völlig richtig aus der Perspektive heraus. Es ist auch schon erwähnt worden, das ist auch in unserer Fraktion sehr wichtig, dass wir uns ja immer auch mit der Innenstadtentwicklung auseinandersetzen. Die Argumente sind ja heute auch gefallen. Wir wissen alle, wie das City Management dazu steht und was die gesagt haben, das muss man abwägen. Aber ich sage, für uns war wirklich auch ganz, ganz wesentlich bei den Bedenken, die wir eben vom Stadtentwicklungskonzept insgesamt haben, dass unsere eigenen Stadtbezirksbeiräte wirklich für das Projekt, so wie es jetzt ist, also die haben da ja die ganzen Verbesserungen noch mit, auch Gott sei Dank mit reintexten können. Aber ich denke, das ist dann am Ende, wenn man wirklich sagt, hier hat man eine Entscheidung zu treffen und zwar wirklich als verantwortliche Entscheidung zu treffen und man muss verschiedene Dinge abwägen und kommt dann am Ende wirklich dazu, dass sich die Waage eben so die Waage hält, dann kommt eine Enthaltung raus, aber das ist keine, uns ist nichts anderes eingefallen, sondern das ist das Ergebnis einer sehr intensiven Diskussion und einer Abwägung der unterschiedlichsten Interessen. Das war mir schon nochmal wichtig zu sagen. Vielen Dank. Naja, wir wollten ja noch den letzten Dissidenten auch hören, der da ist. Also, Herr Aschenbach, auf geht's. Ja, der fehlt, der ist nicht da. Deswegen sage ich, der Letzte, der da ist. Aber ihr könnt ihn ja noch reinholen. Geht ganz schnell versprochen, aber ich muss es noch mal ganz kurz zusammenfassen, was Christiane Filius-Jene gerade gesagt hat. Sie hat gesagt, wenn man eine schwierige, wichtige, verantwortungsvolle Entscheidung treffen muss und sich dann enthält, dann hat man eine wichtige, verantwortungsvolle Entscheidung getroffen. Danke. Herr Schmählich, wollen Sie auch noch? Gibt es weitere Wortmeldungen? Dann kommen wir zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer zustimmen möchte, bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Gegenstimmen und Stimmenthaltung. Bei 12 Enthaltungen, damit so beschlossen. So, damit machen wir die Rolle rückwärts und beginnen von vorne mit der Tagesordnung weiter abzuarbeiten. Und es ist auch weit vorne Tagesordnung.